Und meine persönliche Meinung ist, wir werden hier alle verarscht. Was ist denn das Problem zu sagen, da kommt ein Bus, hier wird angeblich aufgefüllt? Nee, da wird es nachts, also nachts, wir hatten 17 Uhr, es war finster, ne? Wintermonate, da wird einfach ein Bus durch eine Ortschaft gefahren, wo die Lage sowieso schon angespannt ist, weil die Mehrheit einfach dieses Heim hier nicht haben möchte, weil sie sich übergangen fühlen, weil sie kein Mitspracherecht hat. Und dann wird hier einfach fahrlässig die Information verschwiegen und der Bus hergeschickt. In meinen Ohren ist es eine Frechheit. Und dann noch die Polizei zu alarmieren, weil man mit Reizgas und Elektroschockern der Leute bedroht, also ohne Worte. Und uns werfen sie vor, dass wir Stunk und Unfrieden sehen. Ich bedanke mich nochmal an alle Anwesenden, die gestern vor Ort waren. Ich denke, wir haben wieder zum Wohle der Gemeinschaft beigetragen. Wir haben wieder friedlichen Widerstand gezeigt. Und ich hoffe, dass wir das auch so weitermachen. Deswegen danke an alle, die da waren, die, ja, die den friedlichen Protest unterstützt haben. Als nächstes habe ich mir noch was Wichtiges notiert. Und zwar, die Bürger von Niederdorf haben ja wieder Post vom Bürgermeister bekommen. Letzte Woche war ja wieder Einzug Teil 2 bei uns. Und ich habe verschiedene Meinungen zu dem Schreiben gehört. Die einen sagten, das ist gut geschrieben, die anderen sagen, das ist schlecht geschrieben. Mein persönlicher Eindruck zu dem Schreiben, das ist Beamtendeutsch. Ja, das muss man kennen. Also am besten noch ein Duden daneben liegen und drei Beispiele von anderen Briefen, die mal irgendjemand übersetzt hat. Dieses Schreiben sagt im Endeffekt nichts anderes aus wie: Niederdorfer, lasst euch durch die aktuelle Situation nicht spalten. Jede Meinung sollte gehört werden, macht es miteinander und nicht gegeneinander. Es ist gegen niemanden gerichtet, er spricht alle an und bedankt sich bei allen für den Einsatz, die sie zeigen. Und die sollen noch so weitermachen. So ist das Schreiben zu verstehen. Dann habe ich mir als nächsten Notizpunkt das Thema Presse mal kurz aufgeschrieben. Wir kämpfen ja immer für euch gegen die Presse. Den ersten Kampf hatten wir ja schon gewonnen. Und da waren mal wieder Artikel in der freien Presse, die haben pauschal alle Bürgerbewegungen und unter anderem auch unsere als Pegida-Ableger bezeichnet. Ich sag ganz ehrlich, ich habe nichts gegen Pegida. Die gehen auf die Straße. Was jeder Einzelne drüber denkt, muss er selber wissen. Aber wir sind kein Pegida-Ableger. Wir sind Niederdorfer. Wir haben eine eigene Bürgerbewegung. Wir haben hingeschrieben, wir haben uns beschwert. Sie haben sich entschuldigt. Wollten eigentlich heute eine Korrektur drucken. Die ist noch nicht in der Zeitung. Wenn sie bis morgen nicht drin ist, werde ich mich wieder an die freie Presse wenden. Ich denke, das ist so für die älteren Bürger in unserem Ort nicht schlecht, denn sie lesen in der Zeitung, was wir für schlechte Menschen sind, und da später lesen sie, dass die Zeitung ihre Aussage zurückzieht. Also irgendwann wachen dann auch die auf und sagen sich, Mensch, irgendwas stimmt da nicht in dem Land. Abmelden, genau. So, Vorfälle im Ort und außerhalb vom Ort. Hier in Niederdorf ist, wie mir zu Ohren gekommen ist, an sich nichts geschehen, alles ruhig geblieben. Es gab auch kleinere Sachen, die in Norma wieder vorgefallen sind, sprich, die Frauen, die in Norma arbeiten, haben sich unwohl gefühlt, als sie abends das Gelände verlassen haben, weil wohl männliche Asylbewerber gegenüberstanden, hätten Avancen gemacht und gewunken. Eine ist sogar ins Fahrzeug eingestiegen, kam einer noch rüber, sie hat immer einen Knopf unten, wollte an der Tür ziehen und wollte mit ihr sprechen. Das ist das Einzige, was mir hier am Ort zu Ohren gekommen ist und was auch der Wahrheit entspricht. Dann gab es dieses Gerücht der Vergewaltigung in Stolberg. Die Information ging am Montag los, haben sich dreimal am Tag geändert. Der aktuelle Stand ist wohl so, was man auch in der Presse lesen konnte, aber wo wir unsere Quellen dann auch befragt haben. Es muss wohl einen Vorfall gegeben haben, ein junges Mädchen in Stolberg, was den wohl auch schon, den Flüchtling auch schon länger gekannt hat. Der scheint wohl als Aue zu kommen, hat einen Bekannten in Stolberg, den er regelmäßig besucht. Und die sind dann von der Disco nach Hause gemacht und da wollte er wohl mehr von ihr, als sie ihm zugestehen wollte. Er ist handgreifisch geworden, es war wohl eine versuchte Vergewaltigung, sie hat aber blaue Flecke davon getragen, steht unter Schock. Das ist in Stolberg passiert. Heute aktuell aus Thalheim, da ist ein Asylbewerber in eine Arztpraxis reingegangen, hat sich von anwesendem Personal der Handtasche geschnappt und ist wieder rausgerannt. Geld weg, Papiere weg. Das ist so, wo man in der Region sagen kann, das ist nachweislich passiert, das sind keine Gerüchte. Ja. Jetzt habe ich noch ein paar Fakten für euch generell. Also erstmal schön, dass es ruhig geblieben ist. Was mir aber auch Kummer bereitet, ich sage mal, wir haben auch Quellen, wo wir unsere Informationen herbekommen und überprüfen. Wenn dann schon Stimmen von offizieller Stelle her laut werden, selbst 100 Mann bei uns sind schon zu viel und sie haben es so schwer, ihre Arbeit zu tun. Und wenn noch mehr kommen würden, würde es nicht einfacher werden. Also im Endeffekt sagen sie zu, Niederdorf 100 Mann, es ist okay, aber es ist auf gut Deutsch gesagt Kotzgrenze, ne?
an was und wie viele dort reinpassen können, haben wir ja alle schon mal über den Daumen gepeilt. Also wenn dort mal 250 bis 300, 350 Mann in dieses Heim reinkommen sollten, ich glaube, es würde keinen wundern. Vor allen Dingen, wenn man die aktuelle Verlautbarung liest, die auch offiziell von offizieller Seite kommt, sei es Landratsamt oder vom Land Sachsen. Nach bisherigen Prognosen mussten in den Kommunen bis Ende der 45. Kalenderwoche fast 19.000 Asylbewerber untergebracht werden. Bis Ende des Jahres werden nun 37.000 prognostiziert. Also doppelt so viele. Und wie Landrat Vogel mitteilte, hat der Erzgebirgskreis dieses Jahr, also in den nächsten 6 Wochen, noch 1.617 Menschen zu verteilen. Das ist die gleiche Anzahl, wie wir seit 1.1. bis Anfang November aufnehmen mussten. Sag mal, sie haben jetzt schon Probleme, vernünftige Plätze zu finden und Stellen, wo es auch sinnvoll ist, die Leute unterzubringen. Es gibt jetzt schon die ersten Probleme und jetzt müssen wir in 6 Wochen nochmal so viel unterbringen. Die geschaffenen und in Umsetzung befindlichen Unterkünfte reichen bei Weitem nicht aus. Und was das natürlich für die Gemeinden bedeutet, die in Erzgebirgskreis angehört, das kann sich auch jeder denken. Ich habe letzte Woche schon gesagt, das ist keine kreiseigene Turnhalle, die gehört Niederdorf. Aber ich denke, wenn die Zeit dran ist, dann werden sie auch dort mal einen Fokus drauf richten, was sie rechtlich wieder anrichten können, um ihren Willen durchzukriegen. Deswegen sage ich auch immer wieder, schön, dass ihr alle auf die Straße geht. Lasst euch nicht einreden, dass es nicht bringt. Es bringt auf jeden Fall was. Wir sitzen jetzt mit unserem Bürgermeister an einem runden Tisch. Die Medien können es auch langsam nicht mehr leugnen. Das, was sie falsch schreiben, mahnen mir an, das stellen sie richtig. Die können irgendwann nicht mehr wegschauen. Wir wollen Demokratie im Sinne des Volkes, dass das Volk mitbestimmen kann und dass nicht über das Volk entschieden wird. Deswegen danke, dass ihr da seid und ich hoffe, ihr haltet weiter zur Stange. Es ist nicht sinnlos, was wir tun. Und was alles im stillen Kämmerlein geplant wird, könnt ihr euch sicherlich auch alle vorstellen. Ne? Wir werden einfach nur verarscht.